Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem YouTube-Channel von Arrow4Computer. Ja, ich habe jetzt lange Zeit rumüberlegt, so soll ich mir ein kleines Programm schreiben, um meinen PC nach einer gewissen Zeit runterzufahren, oder fahre ich ihn einfach so runter, beziehungsweise gebe es jedes Mal einfach als CMD-Befehl hier im Computer ein. Ja, der Grund dahinter oder der Sinn dahinter ist einfach der, ich habe meinen PC öfters nachts an, sei es um abends einzuschlafen, noch so ein bisschen Musik zu hören. Oder er arbeitet noch irgendwas im Hintergrund oder, was heißt im Hintergrund, oder auch mal im Vordergrund, irgendwie Videos rendern, Viren scannen oder... Es gibt ja viele Gründe, warum ein Rechner teilweise noch eine halbe Stunde, Stunde länger an ist, wie man eigentlich wach ist. Oder man geht auch mal weg und sagt, hey, der Rechner arbeitet jetzt nur 20 Minuten, dann fahren wir nochmal bitte in 25 runter, damit ich mir keine Sorgen machen muss, dass der hier unnötig Strom zieht. Für das gibt's ein kleines Programm. Klar, im Internet gibt's genug Tools, die sowas erledigen, aber ich bin mir da bei den Tools nicht so sicher, ob da nicht irgendwie Daten noch abgegriffen werden oder so. Und gerade wenn es nur ums Herunterfahren geht, bietet Windows ja Bordmittel an. Das Bordmittel nennt sich hier zum einen CMD und zum anderen Shutdown.exe. Und wie man mit den zwei Mitteln jetzt kleines Tool oder Programm zusammenstellen kann, das zeige ich euch jetzt nach dem Intro. Viel Spaß dabei. So, wir sind jetzt zurück an unserem Computer und was brauchen wir jetzt, um dieses kleine Programm, das kleine Tool zu erstellen? Wir brauchen einen ganz normalen Texteditor, wie er bei Windows schon seit Lebzeiten verbaut ist. Zu finden ist der entweder bei Windows 7 oder Windows 8 einfach über die Suche, einfach Windows und dann Editor. Da reicht eigentlich schon meistens ED oder Editor, wer es komplett ausschreiben will. Oder für Leute, die es gern mit der Maus machen, zu finden unter Start, alle Programme, Zubehör und hier ist dann der Editor. So, Schriftgröße ist groß genug, genau. Und jetzt schreiben wir das Programm erstmal @echo_off, damit der PC auch weiß, hier, schaff mal. Dann können wir hier mit Color 0a die Farben festlegen. Die erste Zahl oder der erste Buchstabe ist der Hintergrund, also die Hintergrundfarbe, die zweite Variable legt, oder zweite Zahl / Buchstabe legt die Schriftfarbe fest. Die kleine Tabelle, was ist, werde ich euch hier auch noch einblenden und dann eine Zeile freilassen, dann könnt ihr Echo eingeben. Echo ist, dass ihr den Befehl anzeigen soll. Wie lange soll der PC noch anbleiben? Fragezeichen. Nächste Zeile. So, set p min ist gleich Zeit. Zeit in Minuten. Doppelpunkt. Set a Zeit, Leerzeichen ist gleich, Prozent min Prozent mal 60, damit das ja auf die Minuten kommt. Weil standardmäßig ist das so, wenn man es, wer es schon mal gemacht hat, den PC entweder just for fun oder auch mal wirklich das gebraucht hat, über CMD einzugehen, dann muss man ja Shutdown minus S minus T, also S ist ja der Shutdown-Befehl, T ist der Zeitbefehl. Und dann muss man ja die Zeit in Sekunden angeben. Und jetzt ist, das ist nämlich auch der Grund, warum ich hier das Programm mache, weil es war einfach mir zu umständlich, jedes Mal auszurechnen, also wie lange braucht es jetzt. Und so geht es einfach schneller, wenn einfach direkt mal 60 dran steht. Dann gebt mir doch bitte aus, der PC wird in Prozent min Prozent Minuten heruntergefahren. Machen wir jetzt eine kleine Pause.
führe dann shutdown.exe aus, minus s, minus t, Prozent, Zeit war klein geschrieben, Zeit Prozent, minus f. So, was ist jetzt was? Also einmal shutdown.exe. Das ist ja, damit der PC weiß, er muss irgendwas hier mit dem Rechner machen, runterfahren, neu starten, etc. Dann minus S ist der Befehl, dass der PC runterfährt. Ich kann euch hier jetzt auch direkt einblenden, was die anderen Befehle sind. Minus S wäre jetzt runterfahren, minus T ist die Zeitvariable. Dann kommt ihr hier die Zeit, die ihr hier oben eingegeben habt. Und dann minus F, der Befehl, der ist mit Vorsicht zu genießen. Hier könnt ihr nämlich dem PC sagen, beziehungsweise hiermit sagt ihr ja sogar dem PC, dass er den Rechner wirklich runterfahren soll, ohne irgendwelche Nachfragen. Ihr kennt es vielleicht, ihr habt irgendein Word-Dokument geschrieben und der Rechner meint jetzt zum Beispiel, jetzt muss er mal ein Update installieren. Jupp, fährt der Rechner runter und ihr kriegt Gott sei Dank noch die Meldung, möchten Sie das Dokument speichern. Und in der Zeit, wo die Meldung offen ist, fährt der PC nicht runter. Ist der Befehl minus F jetzt drangehängt, dann fährt der PC ohne Nachfrage runter und schwupp ist ein Word-Dokument weg. Klar, es wird heutzutage ein kleines Backup angelegt, automatisch von Word oder so. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, deswegen genießt diesen Befehl mit Vorsicht. Und dann ist das Programm eigentlich schon fertig. Wir gehen dann einfach auf Datei, Speichern unter. Ich würde jetzt einfach sagen Computer C. Ich erstelle mir hier einen kleinen Ordner Tools. Gehe dann hier auf alle Dateien und speichere das Ganze auf herunterfahren. Minus batch.bat. Warum nenne ich das minus batch? Das werdet ihr gleich sehen. Also speichern wir das Ganze erstmal wieder ab. Wenn das Ganze abgespeichert ist, können wir das Ganze dann schließen. Können dann auf Computer gehen. C, navigieren also zu unserem Tool, können hier eine Verknüpfung erstellen, nennen die Ganze dann einfach herunterfahren. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das Minus hingemacht habe, weil wir können jetzt hier Eigenschaften, anderes Symbol, können wir hier so ein Runterfahren-Symbol auswählen und können dann, wenn wir spaßig sind, die Verknüpfung hier oben mit reinsetzen. Und wenn ich jetzt hier auswähle, kommt mein Tool. Ihr seht, es ist in der Hintergrund ist schwarz, die Schrift ist grün. Zeit in Minuten geben wir einfach mal ein, 60 Minuten. Jetzt steht hier, der PC wird in 60 Minuten heruntergefahren. Drücken Sie eine beliebige Taste. Schwupp. Hier unten kommt es auch nochmal, Sie werden in Kürze abgemeldet und hier steht dann sogar die Uhrzeit dran. In dem Fall wäre es jetzt 18, 46 und 56 Sekunden. So, jetzt ist na klar im Hintergrund der Shutdown-Befehl aktiv. Ihr seht den leider nirgendwo mehr. Wenn ihr den jetzt aus Versehen gemacht habt, dann könnt ihr euch entweder ein neues Programm schreiben, in dem das eingegeben wird, oder ihr drückt Windows und R und gebt dann einfach Shutdown minus minus. Jetzt minus A ein und brecht die Anmeldung ab. Aber ich glaube, das mit der Anmeldung abbrechen, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Ich danke euch dann wieder vielmals fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne ein Däumchen nach oben geben. Ansonsten schreibt noch was in die Kommentare, damit ich weiß, was euch gefällt und was nicht. Gerne dürft ihr mir auch noch irgendwelche weiteren Fragen unten reinklatschen zu anderen Themen oder Problemen, die ihr habt. Rund um Technik. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Genießt die Woche. Bis zum nächsten Video. Euer Ever4 Computer Team. Tschüss.